bin zum LKA gekommen, um sexuell missbrauchten Kindern eine Stimme zu geben und um mein Wissen ganz gezielt für die Bekämpfung einzusetzen. In meiner früheren Arbeit habe ich gesehen, welche Folgen sexueller Missbrauch an Kindern hat. Und deswegen sind pädagogische Fachkräfte für uns eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe, denn sie können Veränderungen erkennen und entsprechend handeln. Hi, ich bin Karina. Seit 2 Jahren bin ich Teil der Polizei Rheinland-Pfalz und leiste einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Verbrechen. Ich bin zwar keine Polizistin, aber auch Polizei. Ich habe Sozialpädagogik studiert und komme ganz ursprünglich aus der Kinder- und Jugendhilfe, wo ich mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe. Nach meiner Einstellung im LKA habe ich eine Weiterbildung absolviert und bin nun Fachkraft für Kriminalprävention. Ich arbeite hier im LKA in der verhaltensorientierten Kriminalprävention mit dem Schwerpunkt sexueller Missbrauch, Kinderpornografie. Zu meinen Kernaufgaben gehört die Umsetzung des Programms Polizeiliche Kriminalprävention. Das bedeutet, dass ich pädagogische Fachkräfte berate, sensibilisiere und ihnen ganz konkrete Verhaltenstipps an die Hand gebe. Inhalt meiner Vorträge ist es zum Beispiel, dass ich Lehrern erkläre, was sie tun können, wenn sie kinderpornografisches Material bei ihren Schülern finden. Auch bin ich Ansprechperson für Jugendsachen und Sozialberatung. Das bedeutet, dass ich Kollegen in und nach belastenden Einsätzen betreue. Ich bin Sozialpädagogin beim Landeskriminalamt. Ich selbst trage zwar keine Waffe, bin aber auch Polizei.